Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video und wie ihr seht, pfeift mir schon wieder der Wind und der Regen um die Ohren. Ich muss die Kamera ein bisschen schräg halten, sonst ist sofort die Linse voll. Ja, es hat sich einiges geändert. Ich war jetzt ein paar Tage zu Hause und wie es so oft ist beim Angeln, kaum ist man zu Hause, kriegt man mega gute, augenscheinlich mega gute Bedingungen. Ihr könnt euch erinnern, im vorletzten Video, ich verlinke es euch hier oben nochmal, habe ich Anfang Oktober hier am großen Fluss gestartet, damals noch teilweise kurze Hose und subtropische Temperaturen im Herbst. Und jetzt, wir haben November, ihr seht es hier hinten schon, das Wasser ist braun, das Wasser steht fast oben am Camp. Gute 4,5 Meter Wasseranstieg sind aufgrund der starken Regenfälle oben in den Bergen hier runtergeflossen. Wir haben aktuell 4 Meter über Normal und jetzt ist natürlich Wallerzeit. Ich bin mit Wolfgang zurückgekehrt. Der wurstelt gerade da hinten schon sein Bootszelt ganz hektisch auf, damit das alles nass wird. Ich bin noch hier am Wursteln. Battlecat sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Was ist denn mit dir? Wenn du rüber willst, musst du rüber. Na los, auf, hopp, hopp, trau dich, komm. Traut sich nicht. Ja, wir müssen jetzt alles vorbereiten, alles regendicht machen. Und das Schönste beim Angeln ist natürlich, wenn man im Regen aufbauen muss. So, wir haben noch ein bisschen Arbeit, aber wir werden das jetzt alles so vorbereiten, dass es dann doch noch gemütlich wird. Ganz spannend, ich zeig's euch mal. Die, wo schon mit mir hier waren. Der Hund traut sich nicht mal den Steg hoch. Durch den Wasseranstieg. Das hat er nicht geschafft. Ich muss mich hier auch festhalten an so einer Schnur, denn man kommt hier nicht hoch. Unmöglich hier hochzukommen. Finny schafft es. Na klar, die schafft alles. Ja, durch den Wasseranstieg hat sich natürlich die ganze Steganlage hier versetzt, ist stark in die Höhe gegangen. Und das Spannende wird, Wolfgang hat außen geparkt. Der ist schon im freien Wasser und ich muss versuchen, irgendwie, wenn Battlecat regenfest gemacht ist, da steht kurz vorm Camp, ich muss jetzt probieren, hier irgendwie rauszukommen. Das wird auf jeden Fall keine einfache Angelegenheit. Ja? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Aber kriegen wir irgendwie hin? Ich baue jetzt mein Bootszelt noch schnell auf und dann starten wir. Endlich ist der richtige Herbst zurück. Bin mal gespannt, ob die Fische mitspielen. Naja, Sommersonne, Sonnenschein ist natürlich angenehmer zum Angeln. Aber da ist es meistens auch zäh, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt. Also richtig schwierig. Aber jetzt haben wir Ballerwasser. Schaut mal hier runter. Richtig braune Brühe. So, jetzt helfe ich mal dem dicken Hund hier, dass der irgendwie zu seinem Herrchen kommt. Na komm her, Feiner. Komm. Probier's noch mal. Los, ich zieh dich hoch. Auf, komm. Ja. Ich halte mich hier mal fest. So eine rutschige Angelegenheit hier. Guck mal, Finny hat jetzt vorgemacht. Los, komm, auf. Komm. Go, ich helfe dir. Los, auf. Komm. Na komm, brauchst du nicht. Komm, und hopp. Ja, Finny fordert ihn auf, aber er traut sich nicht. Das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man zu viel gefressen hat die letzte Zeit. So, ich werde jetzt mein Boot vorbereiten, bevor die ganze Ausrüstung komplett nass ist. Und dann starten wir. Auf geht's, jetzt in den richtigen Herbst. Ja, und schon ist Battlecat verwandelt für das Sauwetter. Zelt steht, Ausrüstung noch rein. Wolfgang drüben ist auch fertig. Wir haben den Luxus jetzt, dass wir mit 2 Booten starten werden und dann uns rausmanövrieren irgendwie und dann Abfahrt in das Abenteuer Hochwasserangeln hier am großen Fluss. Schaut mal, wie das Wasser überall hier im Grasland drin steht. Naja, heute Abend, spätestens heute Abend, wenn es dunkel wird, wird es ganz gemütlich. Mit den Booten sind wir jetzt perfekt
ausgestattet, denn Uferplätze werden auch langsam rar. Natürlich gibt es noch Uferplätze, aber dort, wo man raus kann, ist überall Schlamm und Dreck und das können wir uns jetzt sparen. So, letzte Zeug aufs Boot. Schlauchboot braucht noch einen Verbrennungsmotor, einen Antrieb, einen sicheren. E-Motor könnt ihr vergessen bei sowas, da braucht ihr einen Benziner und dann geht's los. Ihr seid dabei. So, das wird jetzt ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Deswegen auf jeden Fall Schwimmweste, Safety first. Wir müssen uns irgendwie jetzt hier rausmanövrieren. Ich werde langsam fahren und vorne die Jungs halten mich noch mit einem Seil. Weil die kleine Ausfahrt zu nehmen, ist risikoreich. Und ich habe keine Lust mit meinem Battle Cat den kompletten Steg zu zerbrechen. Nee, aber müssen wir gucken, dass wir keinen Schaden anrichten am Boot und an anderen Sachen. Ist halt eng, aber wenn das Wasser richtig schnell kommt, die Steganlagen müssen hier alle nachgesetzt werden. So, Mittagszeit. Die Kirchenglocken klingen. Alter Vater. Die ganze Nacht wieder unterwegs gewesen und jetzt so eine Aktion hier. So, okay. Da müssen wir durch, da müssen wir irgendwie jetzt rauskommen. Langsam weiter. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind draußen. Schon mal startklar zum Angeln. So, jetzt hole ich noch meine Angelruten. Der Puls steht mir schon unter den Ohren. Fini, du bleibst jetzt im Zelt, machst keinen Blödsinn. Und dann geht's los. Ich mach 17 Kreuze, wenn wir heute Abend schön irgendwo hängen, die Ruten gespannt sind, dass es endlich was zu essen gibt. Spaller uns nachher erstmal einen schönen Energy-Drink. Mein Güster. Wirklich brutal, was da jetzt Holz den Fluss runterkommt. Schaut euch das mal an. Finja, alles gut? Finja ist natürlich entspannt. Die hat es schön kuschelig warm. Und wir starten jetzt im größten Sauwetter nach draußen. Ziel ist jetzt natürlich noch schnell ein vernünftiges Plätzchen zu finden. Es wird 17.30 Uhr dunkel. Hat doch alles wieder länger gedauert, als man es vermutet. Aber das werden wir schaffen. Sicherer Platz bedeutet bei diesen Bedingungen, wo ihr mit dem Boot sicher hängt, also wo ihr nicht Gefahr lauft, irgendwelche riesigen Bäume abzubekommen, die euer Ankerseil vielleicht sogar im schlimmsten Fall hochwandern. Und wo wir natürlich auch gute Bedingungen haben, unsere Köfis dreckfrei lange an Fressplätzen anzubieten. Bin mal gespannt, ob der Plan am ersten Abend aufgeht. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier drüben erkennt ihr solche Bereiche, die wir suchen. Strömungsberuhigtes Wasser. Viel Holz im Wasser, der Dreck läuft außen vorbei, das sieht gut aus. Jetzt wäre es halt noch irgendwie perfekt, wenn man Plätzchen finden, wo noch ein bisschen Land rausguckt. Also wie gesagt, wir sind mega froh, dass wir die Möglichkeit mit diesen großen Booten und mit den Bootszelten drauf haben. Uferangler werden jetzt komplett aufgeschmissen, aber es wäre super, wenn wir
eine Möglichkeit finden, wo wenigstens die Hunde noch ein bisschen raus können. Weil jetzt hier einen Platz zu finden mit dem Schlauchboot und die Hunde mal irgendwo hinzufahren. Wolfgang hat einen Hund dabei, den dicken Hund. Und ich hier hinten meinen Jagdhund. Dass die halt wenigstens mal Pipi Kacker machen gehen können. Ne? Weil jetzt hier auf dieser riesen Fläche, schaut euch mal um, mit dem Schlauchboot mit dem Hund irgendwo hinzufahren, das gibt Chaos. Timmy, was sagst du? Langsam machen. Aber das riecht hier nach Waller. Das riecht hier nach Wels. Finny jault, wir haben hier hinten einen ganz kleinen Grasstreifen gefunden. Wenn das Wasser weiter steigt, ist er natürlich weg. Aber das wäre eine Chance. Wenn wir da irgendwie reinkommen. Finny, was ist denn los? Ja, wir probieren doch unser Bestes. Wenn wir da irgendwie reinkommen, hätte man einen Jackpot. Gutes Angelrevier. Hunde können raus. Und wir hätten alles auf einmal jetzt noch geschafft, jetzt wo der Regen einsetzt. Ich melde mich gleich wieder, bevor die Kamera komplett nass ist, wo wir gelandet sind. Aber das da hinten drin sieht schon mal gut aus. Verrückt. Aber so ist Welsangeln oder überhaupt Angeln. Jeder normale Mensch wäre jetzt irgendwo ins Hotel gefahren, hätte sich erstmal ausgeschlafen. Aber nein, wir wollen einen dicken Fisch. Und auf diese Art und Weise haben wir beste Chancen, den zu bekommen. Ganz dicht am Ufer, über den herüberhängenden Bäumen, wo wir einen leichten Strömungsschatten haben, probieren wir unsere Köder zu präsentieren. Hier seht ihr so eine sogenannte Freestyle-Montage. Leichte Ausleger mit Reflektorband, kurzes Stück 0,38er Mono als Reißleine. Obendran unser Clip, wo wir ganz schnell die Montagen aus- und einklippen können. Ja, und hier im unteren Bereich ca. 2 Meter langes Monovorfach. 40 Gramm Clone the Dark Front Zone Blei. Das Bleigewicht hängt immer ein bisschen davon ab, wie stark die Strömung ist. Und jetzt schaut mal hier oben. Hier oben kommt ein richtiger Haufen durch. Und da könnt ihr schön erkennen, wenn der jetzt gekommen wäre, während unsere Montage sitzt, wäre er dran vorbeigetrieben. Natürlich, wenn da jetzt ein stärkerer Baum mit drin ist, wo ein Ast hier rüber hängt, kriegt ihr dann auch mal Holzkontakt. Aber das ist jetzt halt so bei dem Hochwasserangeln. Sucht euch Bereiche, wo ihr strömungsberuhigte Gebiete am Ufer neben dem harten Wasser habt. Dort gehen die Futterfische hin und dort wird auch der Wels zum Fressen herkommen. Im unteren Bereich, Haarmontage. Wir dürfen hier in diesem Gebiet noch lebende Fische einsetzen. Und so sieht das Setup aus. Und so arbeiten wir uns jetzt durch für die erste Nacht. Muss jetzt schnell gehen, wir haben eine Regenpause, kann jeden Moment wieder über uns hereinbrechen. Schön versteckt unsere Behausung, oder? Da checkt uns kein Waller. Bringt natürlich nichts, wenn ihr jetzt bei solchen Bedingungen euer Boot hier mitten ins Überschwemmungsgebiet setzt. Merken alle Fische und ihr lauft nur Gefahr, einen Haufen Kontakt mit Schwemmholz zu haben. Wir haben uns hier schön hinten rein gespult. So, zwei Ruten müssen wir noch setzen und dann ist hier Silenzio. Thank you.
oberhalb hier von uns geht es in einen richtigen Kessel rein. Eine richtige Baumreihe wie ein U bremst die Strömung des Hauptflusses, der hier von außen runterkommt. Da seht ihr schon den nächsten Baum vorbeitreiben. Und in diese Bereiche, wo dieses Wasser hier durch die Bäume durchschießt, dort wird die Strömung gebremst. Diese Bäume dienen dann auch als Dreckfänger. Seht ihr hier auch die ganzen Haufen im Hintergrund, die sich gesammelt haben. Und genau dahinter, wo die langsame Strömung wieder beginnt, dreckfrei, dort hängt die nächste Montage. Da seht ihr erstmal, wie gut unsere Boote versteckt sind. Ne? Die stehen nur mal hier hinten drin im Wald. Unglaublich. Ihr könnt da gut so einen Bereich erkennen, wo zwei Strömungen hinter so einem großen Baum durchbrechen. Hier kommt eine starke Strömung durch und hier im vorderen Bereich. Und hier hinten in diesem Kessel, genau da, wo das Wasser langsam anfängt zu laufen und dreckfrei ist, dort kommt die nächste Rute hin. Richtig schöner Übergang vom Ufer, vom Schwemmland. Ja. Teilweise gucken hier noch einzelne Uferpartien raus. Hier in diesem Bereich, wo es von hinten durchströmt. Genau an dieser Kante wieder im Schutz dieses großen Baumes. Unsere letzte Route für die erste Nacht jetzt. Schauen wir mal. So, jeden Moment wird es wieder anfangen zu regnen. Ja, da haben wir es gerade so hingekriegt, in der Regenpause unsere Routen rauszuballern. Es wird auch jeden Moment dunkel und das nächste dunkle Wolkenband zieht richtig auf uns zu. Finny hat sich schon hier verkrochen im Schlafsack, macht auch alles richtig, obwohl sie ja eine eigene Schlaffläche drüben hat. Ja, so, dann kommen wir mit rein in unser gemütliches Zuhause. Die Routen sitzen, es hat geregnet wie Hölle. Wolfi und ich sind ziemlich groggy jetzt, hatten ja auch eine längere Anfahrt hinter uns. Und ich baue uns jetzt erstmal schnell einen Wachmacher zusammen. Ich habe mir für die kommenden Tage extra eine große Vorratsdose mitgenommen. Und ein bisschen Energy, gesunde Energy kann jetzt nicht schaden. Einfach hier einen Shaker rein, Wasser drüber und genießen. Bam, 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 geht rucki zucki. Und das Coole für euch, bis zum 28.11. haben wir eine riesen Aktion. Ihr bekommt so ein großes Energy-Paket. Ihr bekommt ein Päckchen Eistee und noch ein Testerpaket Holy Hydration. Spart einen Haufen Kohle. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch mal richtig durchtesten. So, Wolfgang. Es gibt Energy. Und jetzt hoffen wir auf einen dicken Wels. Wenn ihr jetzt schon mal bei mir im gemütlichen Boot mit dabei seid, will ich euch mal einen ganz wichtigen Helfer vorstellen, den ich immer dabei habe, um meine elektrischen Geräte zu laden. Handy, Tablet, Laptop, Drohne, Videokameras, Kopflampen, Lampen, alles was man braucht hier draußen in der Wildnis. Ich habe in den letzten Wochen eine neue Powerstation am Start. Ich fahre sie euch mal hoch. Die Base ist 600 Watt. 600 Watt Leistung hat das Teil. Was schon ganz spannend ist, er hat ganz viele verschiedene Modi. Und ganz cool finde ich vor allen Dingen fürs Angeln hier eine Temperaturanzeige auf dem Display. Ihr habt alle wichtigen Anschlüsse an der Basis Power Station. Zweimal USB-C. Ein USB-C-Anschluss für 100 Watt Ausgangsleistung. Laptop und sowas ist das ganz wichtig, also für Geräte, die richtig Strom brauchen. Normaler USB-C, zwei normale USB-Anschlüsse. Dann hier drüben ganz normal Zigarettenanzünder,
und im hinteren Bereich. Wir haben ja immer noch viele Geräte im Einsatz, die normale Netzstecker haben, die man dann meistens outdoor gar nicht mitnehmen kann. Ihr habt hier im hinteren Bereich zwei Netzstecker noch, cool und wasserdicht verbaut. Ein tolles Teil für den Outdoor-Einsatz, hat eine schöne Größe, hat robuste Griffe hier, ein robustes Äußeres, ist komplett spritzwassergeschützt, sowohl auf dem Boot als auch im Zelt oder beim Camping. Der perfekte Begleiter, um eure Geräte laden zu können. Und eine ganz coole Sache, ich kann die ganze Powerstation über mein Handy, über eine App kontrollieren. Wir gehen mal drauf. Ich öffne die App, gehe aufs Gerät. Ist per Bluetooth verbunden und da seht ihr genau, was Sache aktuell ist. Ja. Ihr seht beim aktuellen Einsatz eure verbleibende Ladezeit. Ihr seht die Ausgangsleistung. Meine Geräte sind jetzt alle voll. Ihr seht den Batterieladestatus. Ihr seht hier auch die Außentemperatur und könnt so perfekt eure Basis Power Station überwachen via Handy. Eine coole Sache. Und hier an der Seite, wenn man abends mal gemütlich zusammensetzen will oder mal dringend Licht braucht, habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine gemütliche Lichtquelle zu erzeugen. Immer ganz wichtig beim Angeln. Schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Informationen zu der Basis 600 Watt Power Station. Ich bin mega happy mit dem Teil und ich denke, es ist für alle, die längere Zeit draußen unterwegs sind und irgendwelche Sachen laden müssen, ein wichtiger, hilfreicher Begleiter. In der Regenpause kommt unser ersehnter Biss. Alter, das hat geregnet die ganze Nacht. Da wird bestimmt das Wasser noch weiter steigen. Schaut mal, was jetzt hier Holz runterkommt im Dreck. Da kriegen wir bestimmt noch ein bisschen den Anstieg oben drauf, obwohl jetzt schon richtig Land unter ist. Aber die Fische. Die Route war genau nach oben, diese Enge zwischen die Bäume gesessen, da wo das Wasser so ganz leicht durch die Bäume durchgedrückt hat. Und dann jetzt kurz nach Mitternacht. Und da kommt er.
Kraft haben sie, die Jungs. Kein Riese, aber ein schöner Wels hier zum Start. So, komm auf. Auf geht's. Im Wasser, da kommt er. Wahnsinn. Wahnsinn. Mach das Vorfach aus. Schön hier oben in der Maulfalte. Kleines Blei, große Wirkung. Unser erster hier aus dem Hochwasser. Alter, das ist. Petri Heil. So kann's weitergehen. Guten Morgen euch allen. Wir haben diese regenreiche Nacht, so kann man es glaube ich nennen. Das hat geprasselt im Zelt wie Hölle. Ich hoffe, ihr habt mich heute Nacht überhaupt verstanden. Überlebt und konnten sogar noch in der Regenpause, ist ja oft so, einen Fisch fangen. Soweit alles perfekt. Jetzt trocknet alles. Hier auf der anderen Uferseite drüben ist auch ein bisschen blauer Himmel sogar zu sehen, aber hinter uns kommt schon wieder das nächste graue Wolkenband auf uns zu. Wir hauen uns jetzt erstmal ein einfaches, schnelles, leckeres Kaffeefrühstück rein. Ja? Spiced Coffee macht satt und ihr habt einen Kaffee drin, mega lecker. Schaut mal unten in der Videobeschreibung bei Y-Food und testet euch durch. Und dann werden wir weiterziehen, oder? Genau. Hast du gut geschlafen? Durch den Regen und das Prasseln, das war richtig. Aber heftig, man muss sagen, wir zeigen euch das Fleisch dann später nochmal. Wolfgang hat das Black Hat Boat Cave 2.0 am Start. Ich habe das Airframe Boat Tent am Start, also meins zum Aufblasen, seins mit Stangen. Haben beide einen sehr schönen großen Raum und wir waren beide safe heute Nacht. Ja. Beide Zelte haben auch zwei Häute, die Außenhaut und eine Innenhaut, dass es kein Kondenswasser gibt. Und das war wirklich, das war gestern Nacht wichtig. Wären wir jetzt noch nass geworden oder hätten wir jetzt hier irgendwo im Schlamm aufbauen müssen, das Wasser hat heute Nacht noch leicht nachgestiegen, das hätte alles vergessen können. So war es perfekt und dann geht's weiter, ja. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt und würde sagen, wir gehen jetzt hier raus, ist ja einiges passiert. Probiert es mal aus, die Montagen, die wir euch vorgestellt haben, auch wenn bei euch zu Hause mal so ein schneller Wasseranstieg kommt und das Wasser richtig braun wird. Und nehmt euch aber ein bisschen mehr Zeit mit vielleicht. Ja? Nicht so husch husch, aber wir mussten halt auch ein Stückchen fahren. Deswegen war alles ein bisschen kurz vor knapp. Und hier drüben, seht ihr, passiert auch uns. Da haben wir trotz perfekten Montagen, die wir schön in den Bäumen versteckt haben, was eingesammelt. Da wird irgendein Baum reingetrieben sein. Aber das bleibt natürlich nicht aus bei dem ganzen Holz, was hier aktuell im Fluss runterkommt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch. Dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.